Vor wenigen Tagen bin ich 60 Jahre alt geworden. Ich bin genau 34 Tage älter als die römischen Verträge. Und für meine Generation ist das, was mit mutigen Schritten getan worden ist, das Glück des Lebens geworden, das Glück einer ganzen Generation. Und auch mit Blick auf meine Kinder, auf unsere Kinder, ist es ein Glücksfall geworden. Diese junge Generation hat die Chance, ein Jahrhundert so beginnen zu können, wie das letzte aufgehört hat, und die Chance, es nicht so beginnen zu müssen, wie das letzte Jahrhundert angefangen hat. Die Entwicklungen in Europa geben uns Anlass zur Sorge. Und es gibt viele Menschen, die sagen, hey, was kann ich denn jetzt für Europa tun? Und das Jahr 2016 war wie ein Brennglas für viele Menschen. Und deshalb haben sich viele Menschen in Bewegung gebracht. Und deshalb müssen wir jetzt Diskussionen führen. Wir müssen zeigen, was auf dem Spiel steht. Wir müssen all denen auch eine Plattform geben, die jetzt plötzlich spüren, was lange viel zu selbstverständlich war, dass etwas auf dem Spiel steht und dass wir Europäer etwas zu verlieren haben. Wir müssen zeigen, dass das, was wir aktuell erleben, nicht der Anfang vom Ende der Europäischen Union ist, von Europa ist, sondern wenn wir es gut machen, noch nicht einmal das Ende vom Anfang. Deshalb stehen wir auf, zeigen wir anderen, dass wir aufstehen und dass es sich lohnt und dass jeder Einzelne an seinem Platz etwas bewegen kann.